Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dem heutigen Video möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie du nachweisen kannst, ob eine gegebene x-Koordinate eine Nullstelle einer Funktion ist oder eben nicht. Also die Aufgabe ist, weise nach, dass die gegebene x-Koordinate eine Nullstelle ist und du siehst hier im ersten Beispiel eine quadratische Funktion. Das ist dann im Endeffekt relevant für diejenigen, wahrscheinlich so ungefähr ab 9. Klasse. Dann siehst du hier eine Funktion dritten Grades. Da sind wir dann vielleicht so ein bisschen in der 10. Klasse. Und für diejenigen, die die e-Funktion auch schon haben, da sind wir dann hier beim dritten Beispiel. Wie immer findest du in der Videobeschreibung die ganzen Zeitstempel, sodass du im Endeffekt ja von einem Beispiel zum nächsten springen kannst, falls dich jetzt zum Beispiel nur das dritte Beispiel ja interessieren würde. So viel vorweg. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Also hier haben wir die Funktion gegeben x² minus 2x plus 1 und die x-Koordinate 1. Und wir sollen jetzt nachweisen, wie gesagt, dass die x-Koordinate 1 eine Nullstelle ist. Wie funktioniert das? Du musst dir vorstellen, Nullstellen, dadurch, dass sie ja auf der x-Achse liegen, haben alle die Höhe 0. Das heißt, im Endeffekt haben Nullstellen immer den Aufbau irgendeine x-Koordinate. Was aber wichtig ist, die y-Koordinate, die ja im Endeffekt für die Höhe eines Punktes zuständig ist, muss 0 sein, weil sonst würden sie ja auch nicht auf der x-Achse liegen. Also, wie weist man das nach? Wir werden jetzt die x-Koordinate für jedes x in die Funktion einsetzen, dann wird eine Rechnung entstehen. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Wenn das Ergebnis tatsächlich die 0 ist, dann ist die eingesetzte x-Koordinate eine Nullstelle, andernfalls nicht. Also werde ich jetzt mir hier die 1 schnappen, die hier, und werde sie hier, hier und hier für das x einsetzen. Ja, wenn ich das mache, bin ich genau bei dieser Rechnung hier. F von 1 ist gleich 1 zum Quadrat minus 2 mal 1 plus 1. Denk immer dran, zwischen einer Zahl und einer Variable, wenn dort nichts steht, ist immer eine Malrechnung. Ja, das ist jetzt eine relativ einfache Rechnung, die können wir ausrechnen. 1 zum Quadrat steht ja für 1 mal 1, das ist 1. Minus 2 mal 1 ist minus 2. Und die hintere plus 1, die fällt natürlich nicht weg. 1 minus 2 ist minus 1. Ja, wieder nochmal plus 1. Minus 1 plus 1 ist 0. Zack. Jetzt habe ich also nachgewiesen, dass die zugehörige y-Koordinate zu der x-Koordinate 1, die 0 ist. Also handelt es sich bei x0 gleich 1 um eine Nullstelle. Und so funktioniert im Endeffekt der Nachweis. Zweites Beispiel, beziehungsweise nee, stopp, nicht zweites Beispiel. Hier habe ich das Ganze nochmal ja, gezeichnet, dann siehst du das auch nochmal. Das ist tatsächlich die Funktion, die wir gerade hatten. Und wie du siehst, bei der x-Koordinate 1 haben wir tatsächlich eine Nullstelle, weil die Funktion hier die x-Achse berührt bzw. schneidet. Also genau das, was wir haben wollten. Jetzt aber das zweite Beispiel. Hier funktioniert es im Endeffekt genauso. Das heißt, wir schnappen uns wieder die gegebene x-Koordinate, in dem Fall also die 2, und setzen sie für jedes x in die Ausgangsfunktion ein. Es wird auch hier wieder eine Rechnung entstehen, die wir ausrechnen können. Also bilde ich jetzt hier g von 2 ist gleich minus 2 zum Quadrat, hoch 3, sorry, minus 4 mal 2 zum Quadrat plus 6 mal 2 plus 12. So, das Ganze müssen wir ausrechnen. Hier habe ich ein bisschen eine kleine Hürde eingebaut. Denkt immer bitte dran, also es geht jetzt hier um minus 2 hoch 3. Minus 2 hoch 3 ohne Klammern ist nicht dasselbe wie minus 2 in Klammern hoch 3. Denn bei dem hinteren bezieht sich die hoch 3 komplett auf die minus 2, sowohl auf das Minuszeichen als auch auf die 2. Das heißt, hier ist die Rechnung minus 2 mal minus 2 mal minus 2. So. Minus 2 mal minus 2 ist 4, 4 mal minus 2 ist minus 8. Hier wird jetzt zwar dasselbe rauskommen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine hoch 2 oder eine hoch 4 hätte, würde eben was anderes rauskommen. Hier bezieht sich nämlich die hoch 3 auf die 2. Das heißt, die Rechnung, die jetzt hier hintersteht oder hintersteckt, ist, wir haben erst ein Minuszeichen und dann 2 hoch 3. Ja, 2 hoch 3 ist 2 mal 2 mal 2. Und das Ganze können wir jetzt ausrechnen. Minus 2 mal 2 ist minus 4. Das Ganze dann nochmal mal 2. Minus 4 mal 2 ist minus 8. Ja? Okay, vielleicht ist das hier nicht ganz so schön formuliert. In dem Fall ist es dasselbe, weil es dasselbe Ergebnis hat. Aber stell dir mal bitte vor, ich hätte jetzt zum Beispiel nur ein Quadrat. Ne? Minus 2 zum Quadrat und minus 2 in Klammern zum Quadrat. Hier würde die Rechnung sein minus 2 mal minus 2, das ist 4. Und hier wäre die Rechnung minus 2 mal 2, das ist minus 4. Das heißt, da musst du mal ein bisschen aufpassen, ob deine negative Zahl in Klammern ist oder eben nicht in Klammern. Und dadurch, dass ich eine positive Zahl hier einsetze, brauche ich natürlich keine Klammern. Wann benutzt man Klammern? Naja, dann, wenn man eine negative Zahl in eine Funktion einsetzt oder wenn es ein Bruch ist. Aber bei einer positiven Zahl, wenn man diese einsetzt, setzt man eben keine Klammern. Also minus 2 hoch 3 ist minus 8.
Dann geht hier für diesen mittleren Ausdruck die Potenz immer vor. Wir rechnen also als erstes 2 zum Quadrat. Das steht hier für 2 mal 2, das ist 4. Und danach rechnen wir minus 4 mal 4, das ist minus 16. Jetzt 6 mal 2, das ist 12. Und dann nochmal hier hinten diese positive 12. Jetzt minus 8, minus 16, da sind wir bei minus 24. Und ich würde die beiden hier vielleicht auch schon mal direkt addieren. 12 plus 12 ist plus 24. Minus 24 plus 24 ist 0. Und auch hier haben wir dadurch nachgewiesen, dass es sich bei x gleich 2 um eine Nullstelle handelt, weil wir als Ergebnis, als wir diese 2 eingesetzt haben, eben die 0 erhalten haben. Hier übrigens nochmal der Funktionsgraph. Ne? Wie du siehst, hier diese Funktion dritten Grades. Und dann siehst du ja okay, auch hier, naja, bei x gleich 2 schneidet der zugehörige Funktionsgraph tatsächlich auch die x-Achse. Also ist x gleich 2 eben auch eine Nullstelle. So, drittes Beispiel, hier die e-Funktion und auch hier heißt es wieder, okay, wir schnappen uns jetzt wieder die gegebene x-Koordinate und setzen diese in die Funktion ein für jedes x. Dafür, 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 dafür. Jetzt haben wir eine negative Zahl, die wir einsetzen, also muss ich sie natürlich in Klammern setzen. Ich bilde also h von minus 1, bin dann hier erstmal bei der Klammer und jetzt kommt das x, also minus 1 hoch 2, dann geht es weiter mit dem Pluszeichen hier. Jetzt kommt wieder ein x, also minus 1 in Klammern. Jetzt geht diese Klammer wieder zu. Dann mal e hoch und jetzt kommt wieder ein x, also minus 1 in Klammern hoch 2, minus 1. Wie du siehst, ein Ausdruck, den ich jetzt relativ einfach ausrechnen kann. Also, wir fangen erst einmal hier mit dem Ausdruck, würde ich sagen, in der Klammer an. Minus 1 in Klammern zum Quadrat. Und das beruht jetzt ein bisschen auf das, was ich dir gerade schon erklärt habe. Bei dem Beispiel davor steht ja für minus 1 mal minus 1. Minus mal minus ergibt plus und 1 mal 1 ist 1. Also sind wir jetzt hier bei 1. Ja, plus minus ergibt insgesamt minus. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns hier nochmal auch ein Stück weit um den Exponenten. Minus 1 in Klammern hoch 2 ist immer noch 1. So. Ja, jetzt 1 minus 1 ist 0. Genauso auch wie hier oben. 1 minus 1 ist 0. Dann weißt du ja auch vielleicht, okay, e hoch 0, eine Zahl hoch 0 ist immer 1. Das heißt, hier sind wir bei 0 mal 1. Ja, 0 mal 1 ist eben 0. Merkt ihr mal hier vielleicht als Regel, egal welche Zahl hoch 0, Ergebnis ist immer 1. Und E steht ja an sich erst einmal für die Zahl 2,7 und so weiter. Das heißt, hier steht nichts anderes als 2,7 und so weiter hoch 0. Und hoch 0 heißt immer 1, also was wie 5 hoch 0 ist 1, 2 hoch 0 ist 1. Aber auch ein Bruch, wenn er denn in Klammern steht, hoch 0 ist 1, auch eine negative Zahl hoch 0 ist ebenfalls 1. Und ja, jetzt haben wir also auch hier gezeigt, dass minus 1 eine Nullstelle ist. Warum? Weil als wir sie eingesetzt haben und die Rechnung ausgerechnet haben, wir haben als Ergebnis die 0 bekommen. Genau das, was eben unsere Aufgabe war. Hier siehst du dann nochmal die e-Funktion. Wie du siehst, bei minus 1 schneidet sie dann auch tatsächlich die x-Achse. Also natürlich ist es dann eine Nullstelle. Ja, das soll es von mir auch heute schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass dir dieses Video geholfen hat. Wie immer würde ich mich mega über dein Feedback zu diesem Video oder auch zu diesem Kanal freuen. Schreib mir gerne einen Kommentar. Ich lese tatsächlich alle Kommentare und ich freue mich da immer riesig drüber. Denn ehrlich gesagt, gerade so Kommentare, die helfen natürlich uns kleineren Kanälen auch so ein bisschen bezüglich des YouTube-Algorithmus, schwieriges Wort. Hauptsache, ich kann Mathe, Deutsch brauche ich nicht. Nee, war ein Spaß. Aber wie gesagt, schreib mir super gerne einen Kommentar, deine Videowünsche, wie geht es dir? Was mich auch mega interessieren würde, ist, machst du dieses Jahr dein Abi oder machst du nächstes Jahr dein Abi? Hattet ihr die E-Funktion schon? Und ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Und ja, das war's dann tatsächlich von mir heute. Ich weiß nicht, meine Abgänge sind mal so ein bisschen ausbaufähig und ich versuche, mich da wieder ein bisschen reinzufuchsen. Ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, 3-4 Wochen nicht mehr gedreht und das merke ich einfach mal direkt. In dem Sinne, lass es dir gut gehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.